geht man darüber, wo diese Fahrräder da stehen, fotografiert man dieses Haus und macht wirklich mal den Versuch, macht es mal in der Höhe, wie man es normalerweise macht, und geht mal wirklich auf den Boden, kippt die Kamera ein kleines bisschen hoch und macht dann dasselbe Bild mal nochmal und vergleicht die mal direkt zusammen. Herzlich willkommen zu den Ulmer Fototagen. Als besonderes Highlight ist es uns gelungen, den bekannten Fotografen Thomas Adolf zu engagieren, der eine Reihe interessanter Workshops abhält. Unser gesamtes Team freut sich sehr, Ihnen die neuesten Trends der Fotografie zu präsentieren. Zu den absoluten Highlights gehören wie immer die Fotoworkshops. Diesmal gibt der professionelle Fotograf Thomas Adorf jede Menge Tipps und Tricks für interessantere Bilder. Kreative Ideen für Porträts liefern außergewöhnliche Ergebnisse. Streetfotografie spiegelt das Leben auf der Straße aus ungewöhnlichen Perspektiven wider. Scheiben, Pfützen und Ornamente kreieren beeindruckende Bildmontagen. Abgerundet wird die Workshop-Reihe durch das Thema Bildgestaltung. Eine breite Spielwiese für interessante Diskussionen. Und das ist halt genau das Thema, du musst dich halt reduzieren und du musst halt einfach weglassen. Oder guck mal, sie rennen jetzt mit einer Tüte mit Streifen rum. Da hinten stand ein Mädel mit einer gestreiften Hose. Wenn jetzt die gestreifte Tüte neben der gestreiften Hose. In genau der Moment nach. Genau. Wir freuen uns, unseren Kunden die neue Fuji GFX zeigen zu können. Das neue Flaggschiff der Fuji-Reihe mit riesengroßen Mittelformatsensor und auch noch spiegellos. Die Messe lädt zum persönlichen Austausch ein. Die fachkundigen Berater von Foto Frenzel werden durch eigene Messestände der Fotohersteller und dem nötigen Zubehör ergänzt. Egal wie ambitioniert Sie fotografieren, hier finden Sie die wahrscheinlich größte Kompetenz in Sachen Fotografie in Ulm und um Ulm herum. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei den Foto Frenzel Fototagen.